Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Fangen aber mal mit unserem ersten Thema an. Roman Grosjean selber von 2016 bis 2020 ist er für Haas gefahren und wir alle kennen noch diese schlimmen Bilder des Unfalles von Grosjean. Als du diese Bilder gesehen hast, Kai, was ging dir da eigentlich durch den Kopf? Ja, ich habe nur gehofft, dass er da lebend wieder rauskommt. Das ist das Erste, weil ich war ja nicht vor Ort in Bahrain, sondern habe das tatsächlich am Fernseher verfolgt und habe mir also zwei Fragen gestellt. Also das eine war natürlich dieses, Mensch, hoffentlich überlebt er das. Das ist ja keine Frage, das war einfach nur eine fromme Bitte, ein frommer Wunsch. Und dann, da haben wir es nämlich auch, die Leitplanke. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie eine Leitplanke, die ja aus massivem Material ist, wenn ein Formel-1-Fahrer dagegen fährt, wie die so aufbrechen kann. Und die hat ja dann schließlich auch mit einer scharfen Kante den Tank aufgeschnitten. Und deswegen ist es überhaupt nur zum Feuer gekommen. Normalerweise knallt man gegen eine Leitplanke, da ist eine kleine Beule drin und das war's. Und da passiert nichts. Und die ging so auseinander, wie ich letztes Mal auch bei dem Unfall von Mick Schumacher sagte, wo ich es einfach, ich bleibe wieder dabei, auch wenn es mittlerweile Sollbruchstellen gibt, aber wie ich so noch nie gesehen habe, dass ein Auto mit einer so geringen, bei einem so geringen Unfall so auseinanderbricht. Und das habe ich da auch gedacht. Genau, das sieht ja nach was ganz anderem aus. Das sieht ja nach einem Hochgeschwindigkeitscrash in Monza aus oder in Indianapolis und nicht nach einem Unfall in Monaco auf der langsamsten Strecke, wo auch noch die Straße ein bisschen nass war. Und das andere war halt die Leitplanke. Und man sieht ja, wie hoch die ist. Und der ist ja jetzt auch nicht so extrem dagegen gefahren, dass die da so auseinanderbricht und so scharfe Schnittstellen bietet. Da wäre dann eine Sollbruchstelle ja auch interessant gewesen. Ich denke mal, da wurde einfach Material gespart. Nur da hat keiner von geredet, weil das sah mir, also mit Verlaub, ein bisschen wie eine Plastikleitplanke aus, wie das auseinandergebrochen ist. Die Bilder hat ja noch jeder im Kopf. Genau, die Bilder hat noch jeder im Kopf, aber gerade Unfall auch von Grosjean, das war ja dann auch der Anlass dafür, dass man diese Sollbruchstelle eingeführt hat. Übrigens, wenn man gerade schon, genau, das ist übrigens dann das Bild von Grosjean im Krankenhaus, da war dann schon eine Erleichterung da, oder? Weil diese Bilder, die wir da gesehen haben, wo das da wirklich so gebrannt hat, haben wir auch nochmal andere. Also das war schon wirklich, das hat an düstere Formel-1-Zeiten erinnert, oder? Ja, wenn man dann sieht, dass er in Anführungsstrichen nur die Hände verbrannt hatte und wir wissen ja auch, wie lange er damit Probleme hatte, dann weiß man, wie viel Glück der gehabt hat. Denn das war ja schon fast wie der Feuerunfall von Niki Lauda am Nürburgring. Also mich schüttelt es da mal, weil Feuer ist so eine Sache. Ich habe selbst ja daneben gestanden, 95 in Hockenheim, als Jos Verstappen, ich glaube, dass es 95 war, bevor wieder irgendwelche Neunmalklugen mich sofort verbessern. Also irgendwann Mitte der 90er, als Jos Verstappen als Teamkollege von Michael Schumacher in Hockenheim Feuer gefangen hatte, stand ich ja unmittelbar daneben, neben seinem Auto und interviewte Mika Häkkinen, der die Flucht ergriff. Und ich dann ja hinterher auch, weil da ging eine Stichflamme hoch. Da habe ich auch gedacht, wenn die mich jetzt erwischt hätte, wie schnell will man denn da überhaupt löschen? Oder wo löschen die denn zuerst? Natürlich erstmal den Wagen. Und da hat der Jos auch leichte Verbrennung schon gehabt. Und da waren sie blitzschnell und haben sofort gelöscht. Und das war direkt vor der Box. Also da konnte man noch schneller eingreifen. Aber da, dieser Feuerball, also das er hat mich schon eher an einen Horrorfilm erinnert. Es gab ja auch mal, wir haben das ja am Montag bei unserem Marc-Sucher-Special ja auch thematisiert, auch Marcs Unfall 1986, das war ja auch, waren ja auch schlimme Bilder, die man da gesehen hat. Und damals ist ja auch sein Co-Pilot ums Leben gekommen. Das waren ja auch wirklich schlimme Bilder. Marc hat da ja am Montag auch sehr offen und ausführlich darüber gesprochen. Aber man hat schon auch gemerkt, diese Bilder, die vergisst man nicht. Wenn du das mal so erlebt hast, das vergisst du nicht. Es ist ja auch so, wenn du die Motorsportler kennst, die erzählen ja allein durch ihre Präsenz schon eine Geschichte. Da sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, ich habe ja oft genug mit Niki Lauda zu tun gehabt, auch mit Marc Surer oder mit dem Chris Nissen. Und du siehst bei denen ja, du siehst ja noch die Brandnarben, die erinnern dich ja ständig dran, die im Gesicht sind, die auf den Armen sind, die wo auch immer sind. Und das erinnert dich ständig daran, wie gefährlich das Ganze ist. Und deswegen ist da auch nicht mit zu spaßen, wenn man das Thema feuerfeste Kleidung und sowas angeht und welches Material man da bei den Autos wählt und Sicherheitsvorkehrungen und in welcher Nähe da irgendwelche Feuerwehrmänner stehen müssen und so. Das erinnert einen immer wieder daran, wenn man mit den Menschen redet, die sind für ihr Leben gezeichnet
man sieht diese Brandspuren und man weiß, die haben ja auch noch Glück gehabt. Also da wird einem schon anders. Hat Niki in den letzten Jahren auch als noch ab und zu darüber gesprochen oder gehörte das alles schon einfach so zu seinem Leben dazu oder gab es Momente, wo man das mal thematisiert hat? Na, der hat eigentlich immer mit sehr viel Humor darüber gesprochen und konnte selber immer darüber lachen, weil da sind ja die abenteuerlichsten Dinge manchmal passiert. Ich erinnere mich an ein Interview mit Tanja Bauer, die mit Niki Lauda sprach, als er Jaguar-Teamchef war. Und ihn dann fragte, ja mein Gott, es geht überhaupt nicht voran, was muss denn passieren? Und dann hat der Niki so ein paar Sachen aufgezählt und daraufhin sagte die Tanja da, ja, das wünschen wir alle. Also ich hoffe mal, der liebe Gott hat ein Ohr für Sie. Ohohoho. Ja, aber der Niki konnte da mal gut mit umgehen. Oder einer seiner besten Freunde, Karl-Heinz Zimmermann, der hat damals Catering im Fahrerlager gemacht. Und der war im Nürburgring, war der auf der Strecke unterwegs und da haben sie alle gefragt, Mensch, wieso ist der nicht in seinem Motorhome? Und irgendeiner fragt ihn da waren auch ein paar Leute da, Mensch, Karl-Heinz, was machst du denn hier? Was rennst du rum? Das war Mitte der 90er. Und dann sagt er, das kann ich dir sagen, wir suchen das Ohr vom Niki. Und hat dann so ein Schweineöhrchen in der Hand gehabt, die man nennt man ja so eine Süßspeise, und hat das dann gezeigt. Und der Niki fand das immer mega witzig. Also kannst du aber auch nicht mit jedem machen, sowas. Ne? Da wird es auch viele geben, die da wahrscheinlich dann irgendwie gekränkt sind oder. Aber ich glaube, heutzutage würde es danach eine UNO-Resolution geben. Es würden sich ganze Heerscharen auf die Straße begeben und festkleben auf dem Nürburgring. Ich wollte gerade sagen, würden sie festkleben, ja. Genau, und es würden sich Gruppen finden, ob das noch zeitgemäß ist. Es würde die Ausweisung des Menschen gefordert werden, seine Inhaftierung, die Aberkennung der Nationalität und so weiter. Also da würde man heute ganz anders reagieren. Und da finde ich schön, wenn jemand selber sagt, ich habe den Humor. Und wenn es um mich geht, bitteschön, dann durft ihr auch lachen. Romain Grosjean hat sich ja geäußert, nicht mit den positivsten Worten, muss man ehrlicherweise sagen. Er hat mal ordentlich ausgeteilt gegen sein Ex-Team. Was ich sehr interessant finde, gucken wir erstmal rein, was er gesagt hat. Aber das Auto hilft ihm auch nicht, denn es entwickelt sich ein bisschen zurück. Ich glaube, er will auch mal Fünfter werden und ein paar Punkte sammeln. Aber im Moment ist sein Bolide dazu einfach nicht in der Lage, denn es gab bislang keine Updates diesbezüglich. Und davor hat er auch nochmal gesagt, vielleicht noch davor, das ist unheimlich typisch für Haas. Man startet gut und dann geht es bergab. Ich weiß das nur zu gut. Jetzt frage ich mich, warum gibt er diese Aussagen von sich? Ist das ein bisschen gekränkte Eitelkeit, weil er dann nach 2021 nicht mehr in der Formel 1 fahren konnte? Oder ist das aus anderen Beweggründen? Was glaubst du? Ich glaube schon, dass da auch noch so ein bisschen späte Enttäuschung dabei ist. Denn ich kann mich ja auch daran erinnern, ich habe mit Romain Grosjean auch viele Interviews gemacht. Und in dem Moment, wo die Jungs für das Team fahren, oder als er fürs Team gefahren ist, da war immer ein Wir-Gefühl da. Das Team wurde in Schutz genommen, auch wenn sonst so viel passiert ist. Nein, wir müssen gucken und wir müssen gemeinsam kämpfen und wir müssen da wieder rauskommen. Und jetzt, wenn man dann außen vor ist, dann ist es einfacher, mal drauf zu hauen und zu sagen, das läuft da falsch, das läuft da falsch. Er hätte vielleicht dann zu dem Zeitpunkt mal den Finger in die Wunde legen müssen. Aber da habe ich nie von ihm gehört, als sich das Auto, als er drin saß, nicht weiterentwickelt hat. Entschuldigung, aber ich fahre mir hier den Arsch ab, aber die entwickeln das Auto einfach nicht weiter. Das ist das Problem bei Haas. Hat er nie gesagt. Das sagt er jetzt, wo er nichts mehr zu verlieren hat. Aber verbaut man sich durch solche Aussagen nicht auch irgendwie vielleicht eine mögliche Rückkehr in die Formel 1? Oder gerät sowas irgendwann in Vergessenheit? Ich glaube, dass er abgeschlossen hat mit der Formel 1, gar nicht mehr fahren will, sich das gründlich überlegt hat. Er ist ja kein Dummer und hat es deswegen gesagt, weil er weiß, also maximal komme ich da nochmal hin, um Experte hinter Mikrofon bei irgendeinem französischen Sender zu sein, Canal Plus oder so. Aber ansonsten, denke ich, hat er mit der Formel 1 abgeschlossen und kann sich dann in so einer Situation das quasi leisten. Aber stimmst du an sich in seinen Aussagen zu? Also wenn er sagt eben, dass man gut startet und dass es dann bergab ging, und auch als zweiten Punkt eben, dass das Auto sich eher so ein bisschen zurückentwickelt. Kann man dem folgen? Ja, den Fakten und den Punkten nachzuurteilen, ja. Dann ist es schon so, dass da zumindest ein Stillstand eingetreten ist. Die sind ja quasi als Hoffnungsträger in die Saison gestartet. Und ich weiß noch, am Anfang haben wir gesagt, boah, und guck mal, wo der Magnussen landet. Boah, Haas, die Überraschung. Ja, und dann war es das.
dann gab es Stillstand und das war's. Aber was war das dann in Kanada? War das dann einfach dem Wetter geschuldet? Muss man wieder alles zusammennehmen. Das Gesamtpaket, die Streckenspezifik und das ist immer schwierig. Also da sind wir wieder dabei. Die Formel 1 ist insgesamt zu komplex. Deswegen kann ich nur sagen, über den Zeitraum jetzt, wir gehen jetzt Richtung Sommer, wenn man das mal über den Daumen peilt, guckt sich dann die Ergebnisse an, dann muss man den Eindruck haben, ja, von den Fakten her hat er recht, aber er hat es logischerweise jetzt auch ein bisschen zynisch alles gesagt und eben auch darauf aufmerksam gemacht, Haas hat hier ein Problem. Und wenn er jetzt in Verhandlungen wäre, dann nächstes Jahr zu fahren, was glaubst du denn, wie viel er dann jetzt gesagt hätte? Jetzt bringt der Haas erst zum Ungarn Grand Prix, also das Rennen vor der Sommerpause. Du beantwortest meine Frage nicht. Ich habe deine Frage nicht beantwortet, dann stellen Sie mir nochmal. Nochmal. Wisst ihr, du musst mir auch zuhören, wenn ich was sage. Ich höre dir immer zu, Kai. Ja, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Nein, ich sage dir nur, was wäre denn los, wenn Haas im Moment fürs nächste Jahr schon mit Grosjean verhandeln würde, weil man weiß, der Mick geht irgendwo anders hin oder hört auf oder wie auch immer. Und wir nehmen den, den wir schon kennen. Und die verhandeln im Moment. Und dann fragt man den Grosjean, ja, sag mal was zum Thema Haas. Und dann würde er sagen, ja, großartiges Team und ich fühle mich immer noch der Familie zugehörig. Mal sehen, wir sind immer in Verbindung geblieben. Dann hätte man doch davon, und das war meine Frage an dich, hätte man dann von der Kritik was gehört? Nee, natürlich hätte man da nichts gehört. Das ist, ja, also wenn man, wie du ja schon sagtest, ne, wenn man nichts zu verlieren hat, dann kann man ja solche Aussagen ja auch treffen. Wobei ich das Thema auch spannend finde, gibt ja diese ganzen wilden Spekulationen, irgendwie vielleicht ein Fernando Alonso zu Aston Martin, wenn Vettel nicht weitermacht, Mick, der vielleicht bei Aston Martin, also da gibt es ja die wildesten Spekulationen, eben Oscar Piastri, wo es ja dann auch hieß, diese Aussagen, er wird nächstes Jahr fahren, wo wird er fahren? Es gab die Gerüchte, er könnte noch in der laufenden Saison Latifi ersetzen. Dann könnte es aber auch sein, dass man ihn nächstes Jahr bei Alpine einsetzt. Dann ist aber die Frage, was passiert mit Alonso, weil Ocon hat ja einen langfristigen Vertrag. Aber Alonso will ja noch ein, zwei Jahre fahren, hat er ja auch bekundet. Also es ist ja momentan wirklich die Zeit der wilden Spekulationen auch. Richtig. Richtig. Nein, ich meine aber auch gerade zum Thema Haas. Also im Endeffekt ist das... Genau das. Jetzt wird darüber geredet, was passiert im letzten Jahr. Wir wissen, Verträge sind manchmal auch nicht so viel wert, wie sie scheinen. Und klar, das sind speziell auch Alpine. Das ist eine interessante Entwicklung. Man weiß nicht, welche Richtung das geht. Aston Martin nicht. Ein Alonso fährt auf so einem guten Niveau, dass man den nicht rauswirft. Ocon als Franzose wird beim französischen Team auch nicht rausfliegen. Auf der anderen Seite. Bevor du da weiter sagst, ich habe mal gestern so ein bisschen mit den Zuschauern ein bisschen spekuliert. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Also ich habe so ein bisschen, eine These aufgestellt. Fernando Alonso beobachtet jetzt die aktuelle Entwicklung bei Aston Martin. Da will man ja jetzt in Silverstone mit einem Zitat beachtlichen Update auflaufen und hat nochmal ergänzend angeführt, es wird dann auch darüber hinaus noch kleinere Updates geben, also dass man das Auto weiterhin entwickeln möchte. Vettel will die Sachlage auch genau beobachten und gucken und das auch davon abhängig machen, bei der Frage, ob er nächstes Jahr noch weiterfahren möchte bei Aston Martin oder nicht. Dass beide vielleicht das beobachten noch, vielleicht Vettel für sich, je nachdem, darauf muss natürlich auch ein Alonso achten oder halt ein Auto drauf werfen. Wie wird sich Vettel entscheiden? Jedenfalls, wenn Vettel sich entscheidet zu gehen, dann, je nachdem wie die Entwicklung von Aston Martin weiterläuft, könnte er zu Aston Martin gehen und Oscar Piastri könnte an der Seite von Esteban Ocon bei Alpine zum Beispiel fahren. Und je nachdem, ob Mick jetzt dieses Jahr noch irgendwie Punkte holt, was das natürlich nicht leichter macht, was ich ja gerade anführen wollte, wenn man ja gerade ein Rennen vor der Sommerpause mit Updates kommt und man auch nicht weiß, wird das jetzt der große Wurf oder wird das jetzt ein Eigentor, also bringt das quasi nichts, weil dieses Update, was man ja bringen möchte, es soll ja nur ein Update geben, dann darüber hinaus soll es ja kein Update mehr geben, dass da dann möglicherweise auch da die Karten nochmal neu gemischt werden. Wobei da bei dem Cockpit, wo ja Ferrari die Hand drüber hat, ein Fragezeichen dann auch wäre. Wobei ich da vielleicht vermute, selbst wenn mit Schumacher keine Punkte mehr holt in dieser Saison, dass man vielleicht bei Ferrari aus alter Verbundenheit zu Michael sagt, komm, gib dem jungen Mann noch eine Chance mehr, als es vielleicht andere Fahrer bekommen würden. Was sagst du dazu? Also ich glaube, dass definitiv die Spekulation
um Alpine-Aston Martin wesentlich reizvoller, interessanter ist, weil ich die Teams einfach auch auf Dauer für stärker als Haas halte. Haas ist nur aus deutscher Sicht und aus Mick Schumacher Sicht interessant. Ansonsten, die spielen ja im Moment keine großartige Rolle. Während bei Aston Martin und Alpine kann man sagen, naja, also die sind dann schon eher oben dran. Und wenn da ein kleiner Schritt kommt, dann reden wir da von einer ganz anderen Liga. Und Alpine, also dürfen wir auch nicht vergessen, das Ex-Renault-Team, Ex-Benetton-Team, die wissen, wie man Weltmeister wird. Und wir reden auch bei den Personalfragen, reden wir von zwei Altmeistern, nämlich Vettel und Alonso, die insgesamt 6 WM-Titel geholt haben. Also das ist schon eine andere Diskussion als die, die wir bei Haas führen, bei aller Liebe. Und ich glaube, dass das Interessante ist. Und wir wissen ja, sobald dann ein Dominostein fällt, dann bewegt sich auch der Rest. Und vorher ist und bleibt eben alles auch Spekulation. Aber eins ist ja auch klar, Aston Martin möchte ja eigentlich auch einen deutschen Fahrer, weil man möchte ja in Deutschland auch sein Geschäft weiter ankurbeln. Und das klingt natürlich auch nur, wenn du einen deutschen Fahrer auch hast. Und da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten. Entweder ist es Vettel oder ist es mit Schumacher. Wen gäbe es da noch? Ja, aber das, was die noch mehr möchten als einen deutschen Fahrer, das ist Erfolg. Das ist mal das Oberste. Und wenn ihm ein deutscher Fahrer keinen Erfolg garantiert, dann weiß ich auch nicht, ob sie den deutschen Fahrer noch möchten. Deswegen, also da muss dann schon alles passen. Deswegen werden die ganz genau die Entwicklung von Mick auch beobachten. Sicherlich auch gucken, was hat Vettel jetzt wirklich vor? Wie motiviert geht er ins nächste Jahr? Wenn es jetzt dieses Jahr auch bei 7. Plätzen oder so bleibt, dann muss man das auch abwarten. Und wer kommt danach noch? Ja, ich weiß es nicht, wie weit ein David Beckmann kommen kann, wie weit ein David Schumacher kommen kann und wen es da noch alles gibt. Also wir waren mal besser besetzt von der deutschen Szene her in der Formel 1. Wir hatten sogar mal gleichzeitig 7 Fahrer, 7 Deutschsprechende, die Formel 1 gefahren sind. Ich glaube, diese Zeiten sind sehr, sehr weit weg leider. Heinz-Harald Frenzen, Nick Heidfeld, Sebastian Vettel, Michael Schumacher, Timo Glock, Adrian Sutil, Nico Hülkenberg. Markus Winkelhock gab es noch, der ist ja auch im Nürburgring, hat er sogar mein Rennen angeführt, Markus Winkelhock als Ersatzfahrer von Spyker. Nico Hülkenberg, der Feuerwehrmann der Formel 1. Nico Hülkenberg dabei, wir hatten Nico Rosberg. Ne? Ich sag ja, also das in der Saison dann, da hatten wir 7 Deutsche. Und da waren am Nürburgring, fuhren ja Markus Winkelhock und Adrian Sutil, die beiden fuhren für Spyker. Und Markus Winkelhock hat nach der ersten Runde nach Wetterkapriolen lag der in Führung. Herrlich. Spyker, das kennt heute wahrscheinlich auch keiner mehr, die Teams, ne? Arrows, Minardi und wie sie alle hießen. Ja, Spyker, ich sage mal ehrlich gesagt, das ist, wo kommt das Team her? Es ist immer noch das alte Jordan-Team. Aber es war ein US-Team dann, glaube ich, später, oder? Hat sich aus Jordan entwickelt. Aus Jordan wurde dann Midland, aus Midland wurde dann Spyker und daraus wurde dann Racing Point. Und aus Racing Point wurde jetzt Aston Martin. Also das ist aber immer noch, daran kann man sich das ganz einfach merken, die haben die Fabrik genau gegenüber dem Haupteingang von Silverstone. Wenn man da hingeht, da ist das Team. 100.000 Namen, aber die bauen immer noch die Autos da. Das ist immer das Verrückte, weil man denkt, das ist ja was ganz anderes. Mensch, Spyker waren doch Holländer, ja, die Besitzer. Und Aston Martin, ja, jetzt ist es ja ein englisches Team. Alles Blödsinn. Die Fabrik war die ganze Zeit immer die Jordan-Fabrik. Ist immer gegenüber vom Haupteingang Silverstone gewesen. Ja, und aus Red Bull könnte ja vielleicht, wenn tatsächlich dann auch Porsche einsteigt, also die Volkswagen-Gruppe, gab es ja diese Aussagen irgendwie, wenn das Reglement dann entsprechend nach den Wünschen von Volkswagen dann auch so zustande kommt, will man einen starken Partner haben. Also das macht ja dann eher so den Eindruck oder eher so die Vorstellung, dass man nicht mit einem eigenen Team, also mit einem separaten Team an den Start gehen will, sondern dass man dann Red Bull als Partner holt und dann vielleicht die Marke Red Bull rauscancelt und dann irgendwie als Porsche auflaufen wird. Ja, als Red Bull Porsche in dem Fall, ne? Oder Red Bull Porsche, ja, wie auch immer. Also das ist ja dann auch auf jeden Fall spannend. Ja, nur im Moment sehe ich auch noch nicht so 100% den Punkt, dass Red Bull sagt, wir geben von unserem großen Kuchen, marketingmäßig Kuchen, geben wir ein bisschen was weg. Weil im Moment, wenn es so gut läuft und die sind eh vorne und sind Weltmeister und werden wieder Weltmeister,
Warum sollen die auch nur ein bisschen von dem Ruhm abgeben? Dann heißt es plötzlich, ja, Porsche ist der Weltmeister. Und da redet man vielleicht weniger von Red Bull. So ist ja immer Weltmeister als Red Bull, Red Bull, Red Bull. Also kaum einer erwähnt ja, dass der Honda da hinten drin ist, sondern es wird ja nur von Red Bull gesprochen. Und von Adrian, das heißt ja auch nicht mehr Honda, das heißt ja jetzt Red Bull Powertrain, glaube ich, nennt ja, man das genau. Ganze ja jetzt. Richtig, aber wir wissen ja, was für ein Motor drin ist, genau. Weil Honda sich ja dann wieder zurückgezogen hat, jetzt suchen sie dann einen neuen. Aber da das auch so oft wechselt, davor war es Renault, hat man einfach nur die Konstante im Kopf und die Konstante heißt Red Bull. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da alles noch passiert. Aber ich glaube, gerade zu dem Punkt mit Red Bull, beziehungsweise eher zu Porsche, möglicher Einstieg wäre 2026. Wer weiß, wie oft bis dahin noch das Reglement genau. sich verändert, ob dann in 2-3 Jahren Red Bull immer noch irgendwie vorne ist. Ich habe auch gestern gelesen bei uns. Vielleicht gibt es da noch schon Vorschriften, wer in einem Auto sitzen muss, ne, damit das alles gerecht ist. Da müssen irgendwo auch ein paar ältere Herrschaften, ein paar Senioren sitzen. Da müssen ein paar 18-Jährige sitzen, dann die Quote weiblich-männlich muss ausgeglichen sein. Kann ja alles sein. Frauenquote in der Formel 1 wäre doch auch mal eine Idee, oder? Genau. Ja, kann ja sein. Wer weiß, was da alles kommt. Aber hältst du es wirklich für denkbar, dass das irgendwann auch mal eine Frau in einem Formel 1-Auto sitzt? Du, ich hätte auch nicht für denkbar gehalten, dass wir mal 2 Jahre Berufsverbot haben. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber hältst du es, aber wäre das aber überhaupt... Kann sich eine Frau in der Formel 1 oder könnte sich eine Frau in der Formel 1 behaupten bei so einem großen Männerhaufen? Also es wünschen sich ja alle. Die muss nur schnell genug sein. Das ist der Punkt. Sie muss schnell genug sein, dann geht's. Nur solange du niemanden hast, der schnell genug ist und das ist da, ist halt wirklich noch Marktwirtschaft. Das, die Schnellsten kommen halt dann in die besten Autos. Und wenn es eine schnelle Frau gibt, alle wünschen sich. Die ganze Formel 1 schreit danach. Das wäre ja auch werbetechnisch, wäre das ein super Gewinn. Nur, da muss mal eine da sein, die auch tatsächlich schnell genug ist. Ja, man kennt es aus dem Dartsport, kennt man es ja auch. Mit Lisa Ashton und auch mit vielen anderen, die... Die hat jetzt, Moment, die eine heißt... Fallon Sherrod. Fallon Sherrod, die wirklich im Alley Pally bei der Darts-WM, glaube ich, müsste Darts-WM gewesen sein, die da wirklich... großartig aufgelaufen ist und den ganzen Darts-Sport wirklich verzaubert hat mit ihrem Können auch wirklich. Aber dann hat man auch zu viel gewollt und dann kommt natürlich auch dieser ganze mediale Druck. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.